So, liebe Leute, herzlich willkommen. Das Meisterspiel, der FC Bayern München zu Hause gegen Gabriel und seine Hamburger. Richtig. Eigentlich meine Hamburger. Eigentlich, wenn ich jetzt aus Hamburger Sicht das Ganze ein bisschen betrachte, reicht es mir als Bayern-Fan, auch wenn sie am 28. Spieltag Meister werden. Aber das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Ich habe Adler mit Überfrisur. Es wird nichts. Oh, Groß war Anfang an, ja? Ja, als Kapitän. Ich hab die beste Elf aufgestellt, meiner Meinung nach, mit Robben. Also mit Ribéry, mit Gomez. Von Start an. Also, die Bayern, ganz klar, Rekord, ne? Das ist, was sie abgeliefert haben dieses Jahr. Das ist sehr, sehr starke Saison. Also eine andere Liga als die normale Bundesliga, ganz klar. Warten wir mal ab, ob sie am Ende wirklich drei Titel haben oder nicht. Ja. Das ist halt wichtig, weißt du? Du kannst halt dann am Ende bis ein Titel haben und eine super Saison gespielt haben, es interessiert keinen. Die Titel sind wichtig. Ja gut, die Meisterschaft war jetzt wichtig nach zwei Jahren, die wieder zu holen, das ist klar. Pokal, denke ich mal, geht auch noch und Champions League ist immer eine andere Hausnummer, ne? Ganz klar. Aber die Münchner müssen sich ranhalten, die werden hier auch trotzdem Gas geben. Die wollen es eben, wenn es dann möglich ist, gleich fett machen. Am 27. Spieltag Meister werden. Klar. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Wir haben ja gerade die Begegnung aufgenommen, Mainz gegen Bremen. Die solltet ihr auf jeden Fall nochmal anschauen, liebe Leute. Wenn ihr nur normalerweise einschaltet für die Top-Begegnungen, schaut euch bitte die Partie Mainz gegen Bremen noch an. Ja, dafür werde ich mich jetzt rächen. Ist das so? Willst du mit der Meisterschaft versauen? Ich muss. Oder die vorzeitige Meisterschaft zumindest. Ja. Ist eine Kopfsache eigentlich, ne? Überlegen sind sie, die Bayern, ganz klar. Ja, aber Hamburg kann man auch nicht unterschätzen. Deine Hamburger. Von der Hafenkante. Boah, der ist ja schon wieder durch. Oh. Adler. Und Boateng. Ah, du bist jetzt halt auch, hast gerade Oberwasser durch das Spiel davor. Ist das so? Ja, klar. Ich glaube, das ist nicht so. Das wechselt so ein bisschen im Hin und Her. Oh. Ja, kommt nicht durch. Nee. Nicht vorbei. Ein Tritt. Oh, Boateng, kleiner Schnitzer hier gegen Van der Vaart. Ja, Boateng-Schnitzer sind wir ja gewohnt. Oh. Was denn? Wow. Oh, dass du noch mitspielen darfst, dann, das ist schon grenzwertig. Wieso? Von der Seite und treffst sogar auf den Ball, oder? Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ach, das wird er wohl mit Ribéry mal abkönnen. So Fußball und Kinn. Dings hier, Pillen sammeln. Noch mehr drin. Ja. Foul schon wieder. Ja. Dante. Der ist aber auch stark. Der ist richtig stark geworden. Jetzt bei Bayern noch mal eins draufgelegt, glaube ich, noch eine Schippe, oder? Definitiv. Wieder da. Dante ist da, Dante ist immer da. Oh, Robben. Wie Robben Show. Und die macht er nicht alleine diesmal. Und er nimmt ihn. Oh. Adler. Oh. Adler, bester Torhüter Deutschlands. Gibt's doch nicht. Wieso? Lahm. Oh. Foul. Du bist auch so ein Foul. Und Alaba auch stark. An diesen Dante nicht vorbei.
Muss ich mir was einfallen lassen. Ah, ein bisschen zu früh. So, Adler eröffnet. Typisch Robben, eigensinnig ohne Ende. Ja, muss man auch so spielen. Nein. Oh, der Pass von Schweinsteiger war auch zuckersüß, ey. Oh. Zuckersüß. Ja. Und wieder. Ich habe einen Adler am Tor, passiert nicht. Ja, sie verschieben es noch ein bisschen, die Münchner, die Entscheidung. Aber man sieht schon ganz klar, wer hier besser ist. Ja, Hamburg nicht. Foul für mich. Ich lasse mich auch ganz schön reindrängen. Ich muss auch. Probleme, gut zu kontern. Und ein bisschen ideenlos bin ich gerade, muss ich ehrlich sagen. Oh. Der Chef! Oh Mann! Ah, dass du den noch hältst. Muss. Aber ich hab dich gesagt, in deiner Hälfte, ne? Da war noch nicht viel bei mir. Eigentlich doch gar nichts. Und dann baut neuer Mist oder was? Hä? Spekulierst du da drauf, ja? Muss ja auf irgendwas, muss ich ja spekulieren. Oder Fehlpässe von dir, aber du spielst gerade sehr souverän. Souveräner als in den letzten Spielen. Außer erst gerade das eine. Wieso springt er da hoch? Mann! Oh. Da war die erste Chance. Hand. Nix. Groß heißt er. Ach, das ist doch kein Foul. Natürlich gegen Lahm. Ja, gegen Lahm, weil der Klinzack umfällt. Das war's. Kann nicht sein. Boah! Mann! Schöner Schuss. Wer war das? Groß? Groß, ajo. Ja, wer sonst? Wer sonst? Mensch, verzogen die Entscheidung, die Meisterschaft. Eine Hand habe ich drauf, aber ich würde ganz gerne mal den Ballbesitz sehen. Ich glaube, das geht schon über 60 locker, oder? Ach, es könnte sein, ja. Gucken wir mal die Chancen an. Es waren genügend da, aber Adler ist schon überragend stark heute. Das war die Chance von Van der Vaart. 54 bloß. Aber 10 ja. Schüsse aufs Tor. 10. 10 Schüsse, 10 Schüsse aufs Tor. Nicht schlecht. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ist wahr. Ich würde kurz wechseln. Ja, tu das. Tu dir keinen Zwang an. Ich entspann kurz und dann muss ich auffahren. Weil ich nehme Ringkorn raus, wenn er jetzt angeschlagen ist mit Gelb. Und bringe das Gelbrett. Und ich muss Beister schon bringen. Doch so offensiv, ja? Ja, muss ich.
Ich nehme Irenik raus, nehme Vanafat auf die Seite und beiß dann in der Mitte. So, schauen wir mal, wie das läuft. Hamburg hält sich gut bis jetzt. Überraschend gut. Dank Adler. Dank Adler, ja. Das heißt FC Bayern gegen Adler gerade. Ja, im Grunde schon. So. Jetzt geht's wieder los, jetzt hast du den Ball. Schlecht gemacht dann von Robben. Dann wird's nochmal gefährlich. Elfmeter? Abseits. Abseits. Oh. Nee, wäre ja dran gewesen, Alaba. Schade. Geklärt. Oder sauber zumindest. Ja, ich war bloß überrascht halt. Ich hätte nicht gedacht, dass es abseits war. Okay. Herr Beister wollte es mal wissen, aber naja. Ist sogar eine Ecke. Ja, deswegen, sonst wäre er ja reingegangen. Wäre er rein. Was? Ach Mist. So, jetzt muss ich ganz offensiv machen, weil ich will die Entscheidung haben. Du wirst die Entscheidung haben. Ja, ich muss Meister werden. Als andere wäre peinlich. Aber es kann auch passieren, dass es nicht ist, ne? Oh. Oh. Toni! Tja. Oh Gott! Oh, abseits. Uiuiui. Meine Fresse. Der Bayern-Profiteur. Ich muss dich wieder hinten reindrücken. Mist, Schweinsteiger träumt. Ach. Kein Foul doch, würde ich gerade sagen. Ja, ein bisschen reingerempelt. Auch schön, jetzt ist so nichts. Einer läuft sich frei und der andere. Schießt! Oh. Oh. Viel zu heiß. Oh. Hängt da Neuer. Na, Neuer, was ist das jetzt? Kennen wir doch irgendwer. Hä? Typisch Neuer. Ja, Chancen habe ich jetzt auch. Fast nur Fernschüsse, aber immerhin. Die kommen wenigstens. Jetzt kriegst du eine Ecke. Ist gar nicht gut. Oh, dieser Adler. Der Adler ist es einfach. Antizipiert von Lahm. Oh, Mist, Schweini. Ah, läuft das, Beister? Nein, Alaba ist schneller. Schade. Mensch, was ist los? 60 Minuten sind rum und ich krieg das Ding noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mensch, hat er doch gehabt. Ach, falsche Ecke, Mann. Wie man merkt, wir spielen wieder sehr konzentriert. Ja, es ist zum Mäusemelken gerade. Ja! Das ist es. Ich werd verrückt. Ja.
durchgehalten und auf die Chance gewartet. Mann, Mann, Mann. Oh. Wird ja nicht leichter jetzt. Gottes Willen! Jetzt, wie die Hühner jetzt, durch. Rumgescheucht. Jetzt! Na, das ist doch nicht möglich! Es ist Adler. Adler-Time. Oh, Gottes Willen, diese Abwehr. Oh, was für ein Pass dann. Nein. Ja! Oh. Aber Adler auch super gehalten wieder davor. Meine Fresse. Bayern, 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 Bayern. Es tut mich da so unglaublich schwer. Ich mache das Spiel alles verinnerlicht, nur das Tor geschießen nicht. Das ist unglaublich. Ach, verdendet. Oh. Oh, wenn er noch ein bisschen. Ich hätte auch wechseln sollen, jetzt ist er müde. Mehr Robby? Nee. Gomez. Oh, Gottes Willen. Wieder faul. Ach, gar nichts faul. Nee, nee, nee. Oh. Wäre es eigentlich wieder gewesen nach Spielzeit, oder? Oh, scheiße! Ja, fuck. Keine Schale für den Bayern-Fan. Schade. Ja. Gibt's nicht, ey. Das ist wieder peinlich ohne Ende. Wieso ist daran peinlich? Also es war schon echt glücklich, weil du hast sehr viel Hochprozentiger gehabt. Meine Fresse, dieser Adler, ey. So. Ja, hat Spaß gemacht. Dann müssen wir noch eins machen, Stuttgart gegen Dortmund. Bis gleich, liebe Leute.